Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei Weingeschichte. In einer sanften Hügellandschaft in Portugal, im Gebiet Alentejo, zum Beispiel im Gegensatz zu den kleineren Betrieben vom Land, befindet sich eigentlich im Alentejo-Gebiet eher die grösseren Flächen von Rebbergen und die grösseren Betriebe. Und in diesen Weinmacher ist es gelungen, eigentlich das antike Erbe mit der modernen Technologie zu verbinden. Und die Böden sind sehr karg, das heisst, sie sind ertragsarm und sind eigentlich überhaupt nicht geeignet für Massenproduktion. Und die Natur schafft so natürlich die absolut besten Voraussetzungen für extraktreiche Weine. Der João Portugal Ramos, der gehört zu den beeindruckendsten Botschaftern vom portugiesischen Weinbau. Und ein Wein zu kreieren, einen guten Wein zu kreieren, das ist eine Kunst. Und nicht selten oder überhaupt nicht ist ein guter Wein ist nicht die Frucht von einem Zufall. Ein Wein widerspiegelt Natur. Wissen, Erfahrung, Technologie ermöglicht das, alle diese Komponenten zusammenzuführen, wo nachher wirklich etwas sehr Gutes entsteht. Und das möchte ich mit Ihnen degustieren. Die Farbe. Es ist so ein mitteldichtes Rubinrot mit so einem jugendlichen violetten Anteil. Es ist eine jugendliche, schöne, mitteldichte Farbe. In der Nase hat er leichte, zarte Zwetschgenaromas und sehr schöne fruchtige Aroma von der Traubensorte, ein bisschen auch ein bisschen würzig. Und im Gaumen also schon im Gaumen merkt man, dass halt einfach die kargen Böden die Strukturen bringen. Also er hat einen weichen, aber einen kräftigen Auftakt. Der Gerbstoff ist sehr präsent, aber sehr schöner, angenehmer Gerbstoff. Er hat eine sehr schöne Struktur, er ist so ein bisschen lebendig, auch ein Rotwein hat eine lebendige Struktur und ein bisschen auch ein bisschen einen wärmenden, kräftige, sehr angenehmen, aber ein Abgang. Der Alentejo Reserva, das ist ein Blend. So ein Blend zu kreieren oder ein Cuvée oder ein Assemblage, das braucht sehr grosses Wissen. Ist auch immer wieder jedes Jahr eine Herausforderung, weil die Natur natürlich nicht immer die gleichen Voraussetzungen natürlich bringt. Aber individuell schafft es der João Portugal Ramos mit seinem grossen Wissen und mit seinen grossen Erfahrungen, immer wieder sehr schöne Rotwein zu kreieren. Der Wein ist erhältlich bei www.weingeschichte.ch und sage und schreibe nur 11,50 Franken. Ich finde, bei diesem Wein ist ein bisschen so ein sehr tiefer Preis. Ich würde sagen, das ist ein bisschen zu tief, aber ein sehr schöner Preis-Leistung, top. Absolut interessant zum Empfehlen. Schöner Rotwein. Danke vielmals, ade miteinander.